Willkommen zu einem neuen Part von Isaac. Ja. Haben wir schon einiges geschafft hier. Wirklich einiges geschafft. Nee, die Challenges heben wir uns noch auf. Ja, was wollen wir denn heute mal probieren? Boah, ich habe auf gar keinen von denen Lust, ist das Problem. Komm, wir spielen mit Keeper. Und machen Mother. Wir gehen mit dem Keeper zu Mother. Ist doch mal ein Plan. Ja, langsam würde ich mal behaupten, kommt der Endspurt. Viel haben wir ja nicht mehr zu erledigen. Aua. Wow. Viel haben wir ja nicht mehr zu erledigen. Sind halt auch noch viele schreckliche Charaktere übrig. Aber das war so assi, dass der in mich reingelaufen... Dankeschön. Dass der in mich reingelaufen ist. Der Fünfer, wichtig. Will ich gar nichts von haben. Ich würde gern einen Schlüssel oder eine Bombe kriegen. Schlüssel. Eine Bombe hatten wir, glaube ich, nicht mehr. Oder war hier noch? Ne, hier war nur das. Ja gut, dann müssen wir so erstmal weitergehen. Hätte die Truhe gerne gehabt. Ja. Ach, das wird wieder schrecklich hier. Okay, ich werde keine 15 Cent für ein Item ausgeben, was ich nicht sehe. Das wird nicht passieren. Schade, ich habe gedacht, ich könnte ihn da so ein bisschen rüberschieben. Nehmen wir mit. Könnte noch praktisch werden, wenn wir noch ein paar Kackhaufen finden. Ja. Tiersab ist schon wichtig, ja.
Ein Tiers-Up ist schon wichtig. Vor allen Dingen bei ihm. Komme ich nicht rein. Wenn ich da reingehe, dann sterbe ich. Okay, ein bisschen was an Geld zusammengesammelt. Ich würde auch mal behaupten, wir gehen heute einfach mal auf Devil Deals. Die Angel Deals haben mir in letzter Zeit nicht so viel Glück gebracht. Da waren teilweise immer coole Items, ja, aber... Wow. Es ist so klar, dass dieser blöde Wurm kommt. Okay, nice. Was haben wir denn hier? Mhm. Mhm. Guppy's Head nehmen wir mit. Guppy's Head ist in Ordnung. Die Fliegen machen nochmal ein bisschen extra Damage. Und ich kann es nach jedem Raum aktivieren. So, Shop. Ja. Das ist natürlich wieder mal super, ne? Wow. Komische Flöte da. Ich hätte es einfach nicht machen sollen. Ich hätte mir das Geld einfach aufsparen sollen, weil das eh keinen Sinn macht, irgendwie so ein Fragezeichen-Item mitzunehmen. Okay. Money equals power eigentlich nicht so schlecht. Wir müssen halt nur viel Geld mit ihm finden. Was eigentlich nicht das Problem ist, weil jeder Gegner Geld droppt. Aber das Geld, was die Gegner droppen, gibt man halt auch sehr schnell aus, ne? Könnte trotzdem hilfreich sein. Hm, sieht man nicht, okay. Gut. Dann gehen wir mal in die andere Ebene.
Dann schauen wir mal, dass wir den Schlüssel besorgen. Ich meine, das Messer. Nein, ich will keine Pillen probieren. Pillen sind eigentlich immer eine schlechte Idee. Okay. Wir haben gut was an Damage dazu bekommen. Dich nehmen wir mit. Okay, nice. Ist okay. Ist nochmal ein kleines Damage up, auch wenn es auf den Werten nicht zu sehen ist. Aber es ist sozusagen ein passives Damage up. Und das ist gut. Ja, schauen wir mal, was die anderen Ebenen noch so bringen. Wäre halt auch cool, wenn ich mal eine Ebene habe, wo ich die Items sehen kann. Ach, komm schon. Das wäre halt auch mal schön. Speed, wichtig. Small Rock hat mir ein bisschen Speed geklaut. Aber mehr Speed-Ups, würde ich sagen, brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Oh mein Gott. Oh, ein Zehner. Stark. Noch ein Zehner. So. Der Shop. Auf den Shop freue ich mich am meisten, weil der hat immer schöne Items. Wäre cool, wenn das hier ein Raum wäre. Okay. Ich kann die Items rerollen. Auch stark. So, jetzt suchen wir mal eben den Shop. Und dann werde ich wahrscheinlich irgendwas rerollen. Das war riskant, bin ich ganz ehrlich. Das hätte auch sehr schief ausgehen können.
Den teleportierenden Penny lassen wir mal da liegen. So, was haben wir denn hier? Conehead. Ist mal ein defensives Item. Range und Shot Speed brauche ich eigentlich nicht. Den Rest brauche ich auch nicht. Wir gehen jetzt erstmal zum Boss. Vielleicht will ich das Boss-Item auch noch rerollen. Vielleicht ist das Boss-Item ja gar nicht so gut. Den Boss nicht mag. Ist halt so ein dummer Boss irgendwie. Ja, das Damage Up nehme ich aber sehr gerne mit. Also das Damage-Up ist doch schön. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Items im Shop auch gerollt werden. So, Goldraum. Na. Na. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. So. Nicht die geilsten Sachen, die ich bekommen habe, aber allein hier Piggy Bank könnte vielleicht helfen. Oh mein Gott, war das knapp. So. Ah, schön viele Ressourcen. Schön viele Bomben und Schlüssel. Sacrifice Room. Müsste ich ja nur gucken, dass ich irgendwo viele viele Münzen herkriege, ne? Yo. Starkes Item. Ach, viele Schlüssel, sage ich. Dass ich irgendwo viele Münzen herkriege. Okay. Hier habe ich meine vielen Münzen. Heißt für mich, wir gehen in den Sacrifice Room. Mein Fuß ist eingeschlafen. Der ist so am Kribbeln.
Ekelhaft. No. No, 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 no. Ich werde nicht Magic Skin mitnehmen. Ernsthaft. Mega uncool. Also ich meine, wir sind nicht schwach. Allein Jacobs Ladder war schon mal ein gutes Upgrade. Das wird alles für Mother nicht reichen. Aber es ist schon mal wirklich nicht schlecht. So. Starke Karte. Ich würde behaupten, wir benutzen das jetzt hier. $87. Ist nicht schlecht. Nee, hier kann kein Secret Room sein. Ach komm schon, Spiel. Gib mir auf den nächsten Ebenen wenigstens noch ein paar coole Devil Deals oder so. Gib mir hier auf der Ebene einen coolen Devil Deal. Was würde ich denn haben wollen? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich will ich irgendwelche Items, die meine Feuerrate erhöhen. Die Feuerrate ist halt so miserabel mit ihm. Hier lang, da lang. Nice. Okay. Hat nicht geklappt. Oh fuck. Oh fuck. Hoffentlich finde ich noch irgendwo eine Münze. Oder ich mache einfach so. Wissen wir jetzt auch, wo der Secret Room ist? Ach man.
So. Also, Devil Deal. Tu dein Bestes, um mich glücklich zu machen. Dich nehmen wir mit. Nee, ich kann Nine Lives nicht mitnehmen. Wir könnten. Könnte auch sehr riskant sein, aber wir können mal in den Boss Challenge Room gucken. Vielleicht ist da ja irgendwas. Okay, never mind. Für das Item mache ich keinen Boss Challenge Room. Hier. Hier. Nice. Dann gehen wir mal weiter. Ich werde so sterben. Das ist cool. Was natürlich noch cooler wäre, wenn ich jetzt hier die Chance auf einen Sacrifice Room habe. Nein. Ey, komm schon, hier müsste ich doch jetzt echt ein Sacrifice Room. Bringt es was, gegen den Engel zu kämpfen? Ich behaupte jetzt einfach mal nein. Ich brauche den Schlüssel vom Engel nicht. Und solange ich nicht irgendwie rerollen kann, bringt mir das halt nichts. Nehmen wir mit. Auf jeden Fall besser als Ludo. Range ist trotzdem okay. Auf jeden Fall die Feuerrate erhöht. Jo, nochmal ein Tiers ab. Und ich krieg ein Sacrifice Room. Ich glaub's nicht.
Okay. Okay, das wird jetzt ein bisschen Rumlauferei sein. Aber die Sache ist, wir haben halt einfach genug Münzen dafür. So. Aber ich habe irgendwie das. Irgendwie habe ich das Bauchgefühl, das wird nichts. Irgendwie habe ich das Bauchgefühl, dass ich einfach nicht stark genug werde. Man kann es ja mal ausprobieren. So. Fuck. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Im Shop waren wir noch nicht, oder? Doch, im Shop waren wir. Nun gut. Lass mich die ganzen Münzen mitnehmen. Damit ich wenigstens 99 Münzen habe. Ach, scheiß drauf. Bringt mir auch nichts. Ach, da unten ist der Boss. Jetzt könnte ich hier noch mal vorbei. Zack, fertig. Was war hier? Ja, genau. Nee. Das bringt mir alles nichts. Das macht keinen Sinn, da irgendwas mitzunehmen. Ach du Scheiße. Warum? Bitte was Gutes. Wow. Mega. Ich hab Chariot, ich komme auf jeden Fall hier raus. Bad Trip will ich nicht unbedingt nehmen. Der Lazy Worm bringt mir auch nichts. Alter. Junge, what the fuck? Wafer bringt mir doch gar nichts. Ist ja schön, dass ich jetzt den Wafer habe, aber
Nehmen wir mal mit. Wow. Ernsthaft. Boah. Wie mies. Ist halt wirklich eine miserable Ausbeute. Ich will den Damage haben. Das war knapper, als es sein sollte. Fuck. Ich sag ja, das wird nichts. Bitte. Komm schon. Sei nicht so. Schon. Ja, ich verliere jetzt gerade Damage, aber ist egal. Okay. Die Frage ist, will ich Guppys Head rerollen? Ich glaube aber, das will ich. Komm schon, zahl aus. Wow. Einfach alle Items weg, ey. Tears down, ne. Elmond. Okay, das ist... Eigentlich kann ich mir jetzt auch die Tears down Pille reinziehen. Um einfach ein bisschen Damage dazu zu bekommen. Tears down. 0,14 Damage, ist ja nichts. Aber ich glaube hier Elmond Milk, das war glaube ich eine gute Idee. Ich habe das Gefühl, das kann noch sehr, sehr hilfreich werden. Wow, zwei Soul Hearts, cool.
Ja, komm. Und ich bin tot. Ich hab noch nicht mal... Ich weiß, der hat da sein... Boah. Ich weiß, der hat sein Tentakel da benutzt, aber es ging so schnell. Ich wusste gar nicht, wohin ich ausweichen kann, soll. Fuck. Nun gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für den Part. Schade. War ein vielversprechender Run am Ende. Sollte nicht sein. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann sage ich mal, bye bye.